Ukrainische und russische Truppen liefern sich in der Ostukraine blutige Gefechte um strategisch wichtige Punkte. In der Großstadt Charkiw wurde an diesem Sonntag beim Einschlag einer Rakete ein Universitätsgebäude schwer beschädigt. Ein Wachmann wurde verletzt. In der Nähe schlug eine weitere Rakete in ein Wohnhaus ein. Es gab 4 Verletzte. Bei dem seit fast einem Jahr andauernden Krieg wird immer wieder auch zivile Infrastruktur getroffen, obwohl Russland behauptet, nur militärische Ziele anzugreifen. I'm sure that we will win this war. I'm sure that we will liberate all temporarily occupied territory till the 1991 status. But if we will have a procrastination or reluctant with the aircraft platforms, it will cost us more lives, more blood of Ukrainians. Das Abwehrsystem wollen Italien und Frankreich liefern. SAMP/T wurde von beiden Ländern seit Anfang der 2000er Jahre gemeinsam entwickelt. Die Bundesregierung ringt währenddessen nach ihrem Ja zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine um Zusagen weiterer Staaten. Vielerorts drängt die Zeit, so wird Bachmut nach Einschätzung britischer Militärexperten immer mehr von russischen Truppen eingekreist. Die letzten verbliebenen Einwohner bitteten bei einer Sonntagsmesse im Keller der Allerheiligenkirche für Frieden, während im Norden der Stadt am Sonntag erneut schwere Kämpfe tobten.